Was ist denn eigentlich eine Behinderung? Wir nähern uns dem Begriff an in diesem Video. Welcome at Active News. Mein Name ist Michael Langhans. Ich habe 12 Jahre als Volljurist und Rechtsanwalt gearbeitet und bin nun Videoaktivist und dies ist mein Videokanal. Der Begriff der Behinderung ist einer, der ja recht breit diskutiert wird. Für die einen Aktivisten ist er oftmals ein schwieriger Begriff, weil er ausgrenzt. Ja, für die anderen, Juristen zum Beispiel, ist er schlicht und ergreifend eine gesetzliche Definition. Und für wieder andere spielt es sowieso gar keine Rolle. Aber was ist denn diese Behinderung? Und wir wollen uns den Begriff hier einfach nähern, ohne dass wir jetzt aktivistische Aspekte an dieser Stelle berücksichtigen. Natürlich, wie heißt es so wunderbar in der Juristerei, ein Blick ins Gesetz erleichtert die Rechtsfindung. Das Recht oder die Rechtsnormen zum Sozialrecht finden wir im SGB und zum Teilhaberecht im SGB Römisch 9. Dort haben wir Begriffsbestimmungen. So, Paragraph 1 ist aber nicht. Ja. Der setzt den Begriff der Behinderung schon wieder voraus. Und Paragraph 2 hat dann die Begriffsbestimmung. Paragraph 2 Absatz 1. Menschen mit Behinderung sind Menschen, die körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilnahme an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate hindern können. Ja? Und dann wichtig, eine Beeinträchtigung liegt vor, wenn der Körper- und Gesundheitszustand von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweicht. Und dann kommen eben die Geschichten zur Gleichstellung, Schwerbehinderung etc. Aber darum mag es heute nicht gehen. Wir haben hier also verschiedene Aspekte. Wir haben Beeinträchtigungen körperlicher, seelischer, geistiger Art. Und wir haben eine Auswirkung von diesen Aspekten auf die Teilhabe an der Gesellschaft. Das ist deshalb wichtig, weil eben nicht jede Einschränkung, nicht jedes Handicap dazu führt, dass man am Leben ausgeschlossen ist. Deshalb, ich habe es gerade vorgetragen, ja auch die Einschränkung, dass eben die Behinderung, wenn ich den Begriff jetzt hier so verwenden darf, ja auch auf die alterstypische Entwicklung abzustellen ist. Ein alter Mensch ist also nicht per Definition behindert, weil es normal ist, dass im Alter bestimmte Funktionen nachlassen, die auch die Teilhabe am Leben einschränken. Nein, man schaut also einfach hier auf einen gleichmacherischen Begriff, was der Mensch kann, was natürlich gesetzlich etwas emotional, moralisch problematisch ist, aber man kommt ja nicht drum rum, hier diese Definition, wie auch immer geartet, festzuhalten. Wichtig ist jedenfalls, dass diese Einschränkung die Teilhabe eben am Leben einschränken muss. Wer also am Leben nicht eingeschränkt ist, der hat keine Probleme. Der ist nicht behindert im Sinne des Gesetzes. Selbst wenn es ihm subjektiv anders vorkommen möchte. Ein Beispiel aus meiner beruflichen Praxis, das wir damals ausstreiten mussten, bei der Frage der Kosten eines Hörgerätes, eines Luxushörgerätes, das eben anders als billige, in Anführungszeichen, Kassenmodelle es ermöglicht hätte, ja, eben auch Gespräche mit mehreren Leuten am Tisch, Fernsehen, Telefon ohne Sondereinrichtungen teilzunehmen, war eben an dieser Teilhabe am Leben zu messen. Denn Teilhabe am Leben heißt ganz normale Teilhabe bei Gesprächen am Stammtisch, wie du und ich, die auch haben. Wer also hier bei einem solchen Gespräch, egal, ob er vollständig oder nur teilweise eingeschränkt ist, nicht teilnehmen kann, der gilt eben als behindert im Sinne § 1 Absatz 1 SGB Römisch 9. Wichtig ist auch,
Wir brauchen eine hohe Wahrscheinlichkeit für die Dauer. Ja? 6 Monate, kurzfristige Erkrankungen, Beinbruch zum Beispiel, führen zu keiner Behinderung. Und wir haben damit einen Begriff, eine Annäherung an den Begriff der Behinderung. Die Seite MyHandicap führt aber noch die Definition der Weltgesundheitsorganisation WHO auf. Das Zustandekommen einer Behinderung hat drei Ursachen: Schaden, funktionale und soziale Beeinträchtigung. Ich finde das eine sehr spannende Definition, die sich inhaltlich aus meiner Sicht besser eignet als die gesetzliche Definition. Ja? Wir haben einen Schaden, wir haben eine funktionale Einschränkung, Hirn, Arm, was weiß ich, und dadurch eine soziale Beeinträchtigung, Teilhabe am Leben, um den deutschen Begriff zu nehmen. Ja? Warum ist mir diese Definition etwas lieber? Nach der deutschen Definition des SGB Römisch 9 ist zum Beispiel eine Hochbegabung, die dazu führt, dass man einfach anderen überlegen ist. In bestimmten Bereichen, in anderen Bereichen wie Sport zum Beispiel nicht, als Behinderung zu bezeichnen. Wenn man nur die Definition des Paragraphen 2 Absatz 1 SGB Römisch 9 nimmt. Die WHO würde ansetzen und sagen, nein, weil kein Schaden vorliegt. Und deshalb ist mir diese Definition wichtiger und lieber. Ich würde aber auch diese Definition bei der Auslegung eben des Paragraphen 2 Absatz 1 SGB Römisch 9 mit berücksichtigen. Und damit glaube ich, haben wir uns dem Begriff sehr angenähert. Der häufige Problempunkt ist nicht die körperliche, seelische, geistige Sinnesbeeinträchtigung, sondern natürlich dann später, dazu habe ich ja schon ein Video gemacht, die Frage, wie hoch diese Beeinträchtigung ist. Nein, die Streitfälle passieren eben im Bereich der Teilhabe, gleichberechtigte Teilhabe, ja? Gleichberechtigt, nicht irgendeine Teilnahme. Sonst könnte man ja sagen, ja, wenn ein Behinderter nicht in die Gaststätte reinkommt, kann er durchs Fenster zuhören. Damit habe ich auch eine Teilhabe, aber keine gleichberechtigte Teilhabe. Da kommen wir einfach auf Abgrenzungsschwierigkeiten und da kommen wir eben auch auf den Sinn und Zweck des SGB Römisch 9. Ja? Menschen mit Handicap, ja, sollen genauso am Leben teilnehmen wie jeder andere auch. Und an diesem Maßstab gemessen muss man den Rechtsbegriff der Behinderung im Sinne des SGB Römisch 9 sehen. Deshalb ist dieser Begriff der Behinderung natürlich ein politisch-emotionales Thema, aber er ist natürlich auch der Dreh- und Angelpunkt für alle weiteren Aspekte im Hinblick auf die Behinderung. Ich hoffe, dass euch diese kleine Definition gefallen hat. Ich würde mir Diskussionen mit euch unten in den Kommentaren freuen, insbesondere eben, wie ihr den Begriff seht, in rechtlicher Hinsicht, aber auch in tatsächlicher, ob ihr euch, wenn ihr entsprechend betroffen seid, als behindert fühlt, ob ihr lieber einen anderen Begriff wollt, ob es euch Schnuppe ist. Ich würde mich freuen. Ansonsten teilt das Video natürlich wie immer. Wir sehen uns.